Hallo auch nochmal von mir. Mein Name ist Moritz. Wir haben ja schon gehört, dass es durchaus Technologien gibt, die es uns ermöglichen, uns vor gewissen Angriffen zu schützen und vor Datensammlungen, die angelegt werden. Ich bin jetzt hier, um speziell über Tor zu sprechen, aber auch nur über einen Aspekt von Tor, weil ich nämlich glaube, dass dieses Publikum hier nicht nur aus Endnutzern besteht. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht den typischen was ist Tor genau bis ins Detail, wie kann ich es benutzen, wie schaut es aus und so weiter geben. Wer da noch Bedarf hat, den möchte ich an die vielen Informationen, die es im Netz gibt, verweisen und eher über die Seite sprechen, die ich glaube hier mehr Anklang findet auch, ist nämlich, was kann ich als Aktivist machen, was kann ich als jemand, der sich mit diesen Themen beschäftigt, tun, um die Situation weiter zu verbessern. Und ich möchte in dem Zuge eins meiner Projekte vorstellen, wie wir uns dem Thema genähert haben und wie wir unseren Beitrag zur Verbesserung der Situation gestalten. Und das ist eben der Verein Zwiebelfreunde, beziehungsweise das Hauptprojekt der Zwiebelfreunde, nämlich das Tor-Servers-Projekt. Wenn wir uns noch mal kurz anschauen, worum es bei Tor eigentlich geht. Wir haben auf der einen Seite Möglichkeiten, unsere Kommunikation zu verschlüsseln. Ich denke, auch da könnte man drüber sprechen, inwiefern wir da noch sicher sind. Da gibt es viele Unstimmigkeiten und vieles, was die Leute nicht so genau wissen. Vielleicht dazu nur ganz kurz. Man kann Verschlüsselung sicher einsetzen, das ist der aktuelle Kenntnisstand. Und man sollte das auch tun. Und ähnlich sieht es aus mit Anonymisierungstechnologien. Das ist nämlich das, worum sich Tor, mit dem sich Tor beschäftigt, nämlich mit der Anonymisierung, die dann zusätzlich zur Verschlüsselung unter anderem ein Nachverfolgen der Benutzerströme, ein Tracking und ähnliche Überwachungen verhindern möchte. Nur ganz kurz, wie sieht das aus? Ich habe sogenannte Tor-Nodes oder Tor-Relays. Das ist so eine schöne, man könnte auch von Cloud-Computing sprechen, das ist ja heutzutage immer noch ein Begriff, den man gerne verwendet. Das heißt, wir haben so ein schönes Cloud-Computing-Netzwerk aus Freiwilligen, die anderen Tor-Nutzern Bandbreite zur Verfügung stellen, damit man diese benutzen kann, um im Internet zu surfen. Das heißt, mein eigentlicher Request geht nicht direkt, in dem Beispiel hier zu irgendeinem Webserver, sondern wird getunnelt und weitergeleitet über andere Rechner, die ihre Bandbreite zur Verfügung stellen für alle Nutzer. Im Fall von Tor sind es drei Rechner, die in dieser Wolke leben und meinen Verkehr weiterleiten. Soweit so gut. Das Projekt gibt es schon sehr lange. Eben wie gesagt, ich möchte hier mich auf einen Themenbereich beschränken. Das heißt, wer da noch Informationen braucht, bitte gerne. Ich bin den ganzen Abend noch da. Wer sich da mit mir unterhalten möchte oder eben auch im Internet Informationen über das Projekt, Entstehungsgeschichte etc., möchte ich die eben auf später verweisen. Worum es mir geht, ist dieser eine Punkt, nämlich wer betreibt eigentlich diese Tor-Relays? Wie kann man eigentlich dazu beitragen, als Individuum auch, dass diese Möglichkeit zur Anonymisierung den Nutzern zur Verfügung steht? Wir haben das ganze andere Spektrum, das sich in den letzten Jahren sehr verstärkt hat, nämlich die Internetfilterung oder Zensur in verschiedenen Ländern weltweit. Also wir haben weit mehr Länder, die im Internet sind, bei denen heftig zensiert wird, als sogenannte freie Länder. Das heißt, auch der Aspekt der Zensurumgehung ist sehr wichtig bei Tor. Und was immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, weil die Leute eben so Einführungstalks geben, ist der Betrieb dieser Tor-Knoten. Werfen wir mal einen Blick darauf, wo Knoten sind fürs Tor-Netzwerk. Das sieht erstmal ganz passabel aus. Also aktuell etwa 2700 solcher Knoten, die für andere Leute Verkehr weiterleiten. Wenn man allerdings noch einen Schritt weiter geht und sich die anschaut, die mindestens 1 Megabyte pro Sekunde an Traffic pumpen kann, dann fallen wir schon mal ein Stück zurück, was die Anzahl angeht.
Und wenn man dann auch noch beschränkt, das, was ich hier gemacht habe bei dieser Grafik, auf sogenannte Exit Relays, wir haben die vorher gesehen, das sind die, die am Schluss der Kette stehen, hier Exit Node genannt, also die, die den wirklichen Request vom Nutzer ans Internet, an die Außenwelt weitergibt, dann kommen wir eben auf eine Zahl von 270. Man sieht auch, dass die Verteilung nicht gerade sehr ausgewogen ist. Es ist wichtig für Tor, dass in möglichst vielen Ländern und an möglichst vielen Standorten Tor-Relays stehen. Da geht es eben genau um das, was wir jetzt auch im Rahmen von den verschiedenen Leaks, die in letzter Zeit aufgetaucht sind, gesehen haben. Wer hat wo die Möglichkeit, Daten abzugreifen? Und es ist wichtig für jemanden, der Tor-Nutzer beispielsweise de-anonymisieren möchte, dass er mindestens mitkriegt, wo der Verkehr ins Tor-Netzwerk eintritt, also an dem Standort, wo der Entry-Node steht, als auch an dem Standort, wo der Exit-Node steht, den Verkehr abzugreifen. Das heißt, wenn wir ein stabileres, schnelleres und sichereres Tor-Netzwerk möchten, dann müssen wir dafür sorgen, dass erstens sehr viel mehr solcher Knoten betrieben werden. Und das ist relativ einfach, das lässt sich wirklich mit wenigen Hilfsmitteln von einem, der ein bisschen was mit Computern zu tun hat, aufsetzen. Die Schwierigkeit ist heutzutage, dass man gerade Exit-Nodes nicht von daheim aus betreiben sollte. Also ich möchte jetzt hier explizit darauf hinweisen, bitte keinen Exit-Node zu Hause betreiben, weil eben jeder Verkehr von allen Nutzern von eurer Kiste aus ins Internet geht und ihr dann als Absender dieser Daten draufsteht. Das hat verschiedene Implikationen. Was aber durchaus geht und worauf ich hier nochmal explizit hinweisen möchte, ist, dass man durchaus daheim eine Tor-Bridge betreiben sollte, um zensierten Nutzern in zensierten Ländern einen Zugang zu Tor zu ermöglichen. Das ist wirklich sehr einfach, da gibt es Clients für alle Betriebssysteme, da muss man einen Haken setzen und bei der Firewall noch was einstellen und dann können andere Nutzer euren Computer als Eintrittspunkt ins Tor-Netzwerk benutzen. Und das andere, die Seite, die eben immer ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, ist das, wer betreibt eigentlich die Exit-Nodes. Das ist historisch auch das Bottleneck vom Tor-Netzwerk, das heißt, irgendwo muss dein Datenpaket hinten wieder rausfallen aus dem Netz und das ist eigentlich geschwindigkeitsbestimmend in dem Moment. Das heißt, wir bei den Zwiebelfreunden mit dem Tor-Servers-Projekt haben uns darauf spezialisiert, Spenden einzuwerben und diese Spenden für den Betrieb zu benutzen von Tor-Nodes. Sage ich gleich noch was dazu, aber schauen wir uns nochmal an, wie das Tor-Netzwerk momentan aussieht. Das ist eine Verteilung, wo ihr eigentlich endet, wenn ihr Tor benutzt. Und in 30% der Fällen fallt ihr in den USA raus. Das heißt, man sieht schon, und dann kommen halt noch ein paar andere Länder, aber man sieht, dass die Verteilung der Exit-Nodes wirklich sehr unschön ist momentan. Und da wollen wir ansetzen. Und das zweite ist die Guard Probability, da will ich jetzt nicht ganz so viel dazu sagen, aber es ist im Wesentlichen das, wo kommt ihr ins Tor-Netzwerk rein? Das heißt, wo steht der Rechner, über den ihr ins Tor-Netzwerk euch verbindet, euer Entry-Node? Und da sieht man, das ist zu 30% in den USA und zu 7%, knapp 30% in den USA und dann zu 22,7% in Deutschland. Und auch da an dieser Verteilung muss was getan werden. Das liegt vor allem daran, dass die Bandbreite in den USA und Deutschland sehr billig ist und dass deswegen dort sehr viele Leute schnelle Knoten betreiben können. Aber wir möchten in Zukunft möglichst Server betreiben außerhalb mindestens dieser zwei Länder, wenn nicht noch zum Beispiel, wenn man sich die Karte nochmal anschaut, außerhalb der EU und außerhalb der USA. Wie gesagt, wir machen das im Rahmen vom Tor-Servers-Projekt, das seit Mitte 2010 Spenden umwandelt in Tor-Exit-Bandbreite. Die Idee war, okay, wir können Geld poolen, können schnelle Leitungen kaufen für weniger Geld, als wenn das viele Leute tun. Wir können aber auch die technische Expertise zur Verfügung stellen. Wir können rund um die Uhr Beschwerden bearbeiten, etc. etc. Seit 2011 sind wir ein gemeinnütziger Verein. Und dann sind wir relativ schnell an den Punkt geraten, wo wir selbst als einer der Betreiber von Tor-Exits zu groß wurden im Netz. Das heißt, es ist auch dann nicht mehr hilfreich, wenn eine einzelne Organisation zu viel Bandbreite zum Tor-Netzwerk zur Verfügung stellt, weil das dann zum Single Point of Failure wird, weil man dann wahrscheinlich dort in eine Überwachung rutscht als Organisation. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren daran gearbeitet, Tor-Servers zu franchisen. Das heißt, unser Konzept zu kopieren,
in anderen Ländern, dort Organisationen zu helfen, sich aufzusetzen. Und inzwischen sieht es so aus, dass wir Partnerorganisationen haben in Dänemark, Frankreich, Deutschland, Schweden, Schweiz, Luxemburg und Holland. Und weitere sind im Aufbau. Dankeschön. Wir sind als Zwiebelfreunde bereits seit langem der größte Bandbreiten zur Verfügungsteller des gesamten Tornetzwerkes. Und das können wir mit einem Budget von 1.000 Euro im Monat machen. Das heißt, man muss sich auch mal überlegen, wenn jetzt jemand das Tornetzwerk übernehmen möchte und hat ein bisschen mehr Geld, dann ist das momentan sehr einfach zu tun. Das heißt, zusammen mit diesen anderen Organisationen hat sich unser Fokus jetzt als Tor-Servers-Projekt ein bisschen verschoben. Wir haben jetzt diese Partnerorganisationen und der Schritt ist, Spenden einzuwerben und dann an diese Partnerorganisationen, die wir alle persönlich kennen, wo wir die Leute kennen, die dort das betreiben, deren Hintergründe kennen, unsere Spendenmittel an diese Organisationen zu verteilen. Das andere ist auch sozusagen das, was ich jetzt hier mache, im Aktivismusbereich unterwegs zu sein, mit Leuten zu sprechen und dann auch Dinge wie Vorträge und so weiter zum Thema für Endnutzer zu organisieren, in verschiedenen Städten an Krypto-Partys teilzunehmen und so weiter. Mir war wichtig, in dem Kreis hier, wo sozusagen potenziell die Leute sitzen, die gerne was tun würden, darauf hinzuweisen, dass es uns gibt, dass wir gerne Leuten helfen, die irgendwas beitragen wollen, dass wir sehr viele Kontakte haben zu verschiedenen Softwareprojekten weltweit, die sich mit dieser Thematik seit langem auseinandersetzen. Und ich denke, jetzt ist es spätestens an der Zeit, noch mehr Leute, weil die Kerngruppe, die sich mit Privacy Enhancing Technologies auseinandersetzt, wirklich sehr überschaubar ist, ist meine Hoffnung, dass wir jetzt durch die Nachrichtenlage der letzten Zeit mehr Leute gewinnen können, die den Sinn dahinter sehen, ihre Zeit und ihre Energie in solche Projekte zu stecken. Wir haben momentan einen Fundraiser am Laufen, der war sehr konservativ auf 1.000 Euro eingestellt. Nach zwei Tagen war dieser Betrag erreicht. Momentan stagniert es ein bisschen und das ist schade, weil mit 1.000 Euro auf 6 Organisationen kommt man nicht sehr weit mit Internetbandbreite. Aber ich möchte euch dazu einladen, falls euch das gefällt, was ich tue oder wir tun, diesen Link zu spreaden. Da gibt es auch die Möglichkeit, dann irgendwelche Sticker, Poster und so weiter abzukriegen. Das heißt, ihr könnt auch selber schauen, ob ihr da was beitragen wollt dazu. Und dann schließe ich noch mit ein paar Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns immer, wenn Leute dazu stoßen, die in irgendeiner Form bei uns beitragen wollen. Wir haben viel zu tun und wir haben leider wenig Leute, die mitarbeiten. Vielen Dank.